Ja. Ja. Spinner. Weil ich keine Freundin. Willst du mich durchgehen anrufen? Na gut, kommt auf die Freundin drauf an. Also ich sag mal so, ich rufe meinen Freund oder meinen Verlobten nicht durchgehend an. Ich bin tatsächlich eine von den Frauen, die sich relativ selten beim Partner meldet. Also zumindest finde ich, dass es sehr selten ist. Allein schon, weil ich erstens weiß, wenn er nicht antwortet, arbeitet er, ist er halt im Gespräch oder hat er halt einfach keine Zeit. So, dann schreibe ich halt meistens auch nicht. Ich schreibe immer nur dann, wenn ich auch eine Antwort kriege. Wenn ich keine Antwort kriege oder halt nichts Wichtiges habe, schreibe ich auch nicht. Und ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, außer zweimal, und das war beides ein Notfall, habe ich niemals meinen Verlobten angerufen. Noch nie. Nicht einfach so. Nicht einfach so. Ich glaube, wenn ich, also die komplette Anrufliste besteht einfach nur aus Oma, 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 Mama, Oma, 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 Oma. So sieht meine Anrufliste aus. Ohne Witz. Ich telefoniere halt gar nicht. Gar nicht. Geschäftlich halt. Aber das war's dann auch. Ja. Mama, Oma, 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 Oma. Stiefmama, aber das war ein entgangener Anruf. Mama, Mama, irgendwelche Nummern, die ich nicht eingeschaltet habe. Ah, nee, das ist auch Oma. Das ist ihre alte Nummer. Oma, 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 Kumpel, Oma. Ja, Okay, ich muss tatsächlich gestehen, ich habe meinen Verlobten, seit ich das Handy habe, noch nicht einmal angerufen. Ja. Gut. Ja, okay. Bei das Handy habe ich jetzt, glaube ich, ein Jahr. Bald ein Jahr. Und ich habe weder bei WhatsApp noch bei normal anrufen. Also ja, sieht man, wie oft ich mich bei meinem Verlobten melde. Wie gesagt, halt wirklich nur, wenn WhatsApp oder halt SMS, und das war's dann halt. Also, ja. Ich bin nicht so die Mitteilungsperson. Schreibt nicht so viel. Ja, ruft ja wieder mein Kollege an, wie ich zocke. Und ohne Witz, ich melde mich halt einfach nicht. Also wie gesagt, wenn er mir schreibt, antworte ich, wenn ich es halt sehe. Ich glaube, mit mir hat er eine verdammt entspannte Freundin oder ein Verlobter. Ich glaube, ich bin halt echt mega entspannt. Weil, ja. So irgendwie, vielleicht mache ich auch was falsch. Ich weiß es nicht. Oder irgendwas richtig. Warum sind die ganzen Viecher nie da, wenn ich sie haben will? Gut, dann kümmere ich mich heute um die Krokos. Der Rote und der Goldene ist da. Ja. Also, ich weiß nicht. Ich halte halt auch von diesem ganzen, wie die Frauen halt meistens drauf sind, jetzt ganze, du musst, ne, und meld dich dann und dann und so. Das Einzige, was ich sage, ist, wenn du gut angekommen bist, kannst dich ja melden. Wenn nichts kommt, bin ich jetzt nicht die, die sagt, Schatz, ist alles gut? Bist du da? Hast du überlebt? Ja, ich habe schon geladen, Iron. Hat über Nacht geladen. Meine allerliebste Fuchsdame. Es hat über Nacht geladen. Ich habe es eben doch schon einmal kurz angetestet. Also nicht angetestet, ich war nicht drin, aber ich habe einmal kurz gestartet. Geguckt, ob das gut ist und mich das auch nicht anschreit. Das habe ich auf jeden Fall gemacht, ja. So, ich muss zu den Krokus.
Das ist Glück, dass ich gleich los muss. Na gut, jetzt wäre ja eh erstmal Disney. Wir müssen das Event noch weitermachen. Oh, scheiße. Schon wieder. Yay. Piste. Wo für 2 Downloaden? 200 GB. Boah, ja, nett. Schön. Dauert. Trotzdem. Oh mein Gott! Ein kleines Mike-Plüschtier. Oh mein Gott. Wie cute. Nein, heute Abend. Ja, ich stream jetzt auch eigentlich nur deswegen so früh. Erstens, weil ich eh schon wach war. Zweitens, weil ich Bock drauf hatte. Und drittens, weil ich den Abend jetzt so ein bisschen für mich haben will. Das hier habe ich übrigens gestern bekommen, dieses Strandparkett. Voll cool. Um dann halt auch mal ein bisschen privat zu zocken. Wenn wir jetzt geht es ja. Ja gut, das geht wirklich. Und den Blätterteppich habe ich bekommen. Und, oh, und diesen Wasserfall. Der ist halt mega cool, dieser Wasserfall. Ja, ich habe ein Problem, ich weiß es. So, bei den heutigen Belohnungen. Hätte ich gern das hier alles vollständig. Xbox halt mit Ladenkabel. Ja gut, mit Ladenkabel geht es ja eigentlich sowieso. Nicht immer, aber es geht. Dann kann Merlin seine Lieblingsgeschenke, kriege ich hin. Nachtdorn. Ja, da kriege ich auch irgendwie hin. Das hier müsste ich bestimmt auch hinkriegen. Und das kriege ich über Stunden heute auch hin. Hi Merlin. Habe ich irgendwas, was du brauchst? Nachtschwärmen habe ich auf jeden Fall. Vorspeise. Und eine blaue Hortensie will er wieder. Ja gut, dann habe ich die Aufgabe tatsächlich schon fertig. Für das Event. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Nein. Sag mal. Beginne täglich Diskussion mit Mutter Gotel. Gut, das kann ich dann aber heute Abend beenden. 35. Einmal einsammeln. Und hat jetzt einen Azubi gekündigt. Keine Ahnung warum. Die war eh eingebildet. Das sind die die, von der du neulich erzählt hattest. Die, von der du erzählt hattest. Dieses komische, arrogante Ziege. Ah ja, okay. Ja, dann ist doch gut. Dann ist doch gut. Hat sich das wenigstens erledigt, das Problem. Dann ist das Problem doch wenigstens schon mal vom Tisch. Ich sag doch, Probleme, solche Probleme lösen sich meist dann von allein. Dann habt ihr in dem Punkt eure Ruhe. Erstmal. Da ist einer dieser Eimer. Oh mein Gott, ich brauche ihn. Mittlerweile spawnen die Süßigkeiten einmal wieder. Ich weiß gar nicht, warum das eine Zeit lang nicht ging. Also sollen wir nicht aufhalten. Eben. Eben. Der nächste Betrieb wird sich freuen. Habe ich gestern einige gefunden. Ja, ich weiß gar nicht, wann die auftauchen. Gestern dann halt auch durch Zufall. Und jetzt finde ich tatsächlich regelmäßig recht viele. Was mich so ein bisschen verwundert. Wo ist der Shop? Mist, ich habe aber gestern keine Kürbisse mehr gepflanzt, ne? Nee, ich habe gestern keine Kürbisse mehr gepflanzt. Jubi! Ja. Event, wie viel brauche ich noch? 2 Nachtdorn. Na gut, gehe ich erstmal in den Shop. Gehe ich erstmal gucken. Das ist Kindheit. Ja, das ist halt echt Kindheit. Ach, den wieder. Den habe ich schon.
Möchte ich gleich mal vom Acker machen. Fertig machen für einen Ausflug mit Mutti und Schwester. Wollen wir den Kids nach Bremen zum Bummeln? Oh, nehmt mich Noch einen mit! Tag noch! Der ist auch Sagen schön. Sie, wo Oh, ich auch noch nachbar? König der Löwen. Oh, das ist Noch einen schön. Tag Oh noch! ja, nehmen wir. Ja, wie komme ich denn Sagen Sie, wo ich dahin? nachbar? Das ist ja die Frage. Freundlichen Dank. Och, du grüne Neune, so eine Rüschenhose. Hallo. Pan. Einen schönen Tag noch. Ich glaube nicht, dass es von meinem Ist Wohnort ja eine aus Grenze fast zu eine erkennen. Verbindung nach Bremen gibt. Bin mir aber zwar nicht sicher, aber ich glaube es nicht. Hallo. Iron und brav. Einen schönen Tag noch. Hallo. Wow. Kannst von dir aus zu mir ausfahren? Dann nehmen wir dich mit. Einen schönen Tag noch. Ja, gut. Aber ich glaube nicht, dass ihr noch so lange Sagen, wo ist wartet. Nachbar? Rosé-Ohrringe. Okay, ich habe die nur in Rot. Den Stuhl habe ich schon. Einen schönen Tag noch. Unartig, abartig. Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Also ich weiß, dass mein Geld nicht reichen wird. Zwei Sachen, da habe ich schon. Hallo. Haben wir hier? Okay, das hier habe ich schon. Einen schönen Tag noch. Den hier müsste ich, glaube ich, auch schon haben. Das Schreibpult. Alles klar, Iron. Dann dir viel Spaß heute. Sehr viel Spaß dir. Ah ja, das Schreibpult habe ich schon. Die Lampe auch, aber die kann ich mir ruhig nochmal holen. Das macht nichts. Dann habe ich davon welche. Naja, das sind die goldenen Rosé-Ohrringe. Ich habe auch nicht mal wieder übertrieben. Morgen. Hallo. Nein, Ah, ich die wollte die Sonne kaufen. glänzt fast so hell wie mein Geld. Hallo. Okay, es hat doch mit dem Geld gereicht. Die beiden Sachen habe ich schon. Weil die letzten Tage so voll. Ja, hat man ja auch mal. Man muss ja auch mal faul sein. Ich weiß gar nicht, was ich mir downloaden wollte. Ich glaube auch nur irgendein Spiel. Das habe ich bis jetzt noch nicht getan. Aber es läuft schon nicht weg. Ich habe es ja gekauft. Von daher, das passt schon. So. Event. Ich brauche noch zwei Nachtdornen. Ist die Frage, wo sind noch welche? Die sind ja immer überall und nirgendwo. Brauche noch zwei doofe Nachtdornen. Vielleicht finde ich ja noch welche. Die versuchen zu starten. Ja, wie gesagt, es läuft ja nicht weg. Oh, mein großes Feld ist hier mittlerweile weg. Dann machst du es heute Abend und dann passt das. Wo sind die Krokodile? Das eins. Konzentration.
könnte noch erstmal aufgehen, bis es schlafen. Dann habe ich jetzt morgen drauf damit gesuftet. Alles klar, mach das. Dann schlaf schön. Und später dann viel Spaß beim Zocken, wenn du zu kommen solltest. Ich bin auf jeden Fall so auch ein paar Minuten hier. Also ein paar Stunden wahrscheinlich. Ich will ja noch ein bisschen was schaffen. Und ja. Mal schauen. Wird schon. Wird schon irgendwie. So, das war ein Krokodil. Ja, bitte, hast du Nummer. No. Okay, immer noch kein Krokodil von denen freigeschaltet. Ich müsste die doch mittlerweile haben. Ich glaube, das ist echt unterschiedlich. Ich glaube, die kommen einfach zu unterschiedlichen. Mal sind es zweimal, mal sind es dreimal. Aber die Krokodile habe ich ja mal fertig. 6 Uhr nachmittags bis 12 Uhr morgens. Ja, muss ich da mal gucken. Huch. So. Event. Ich kann dann einmal gucken, ob ich hier diesen Stein finde. Ansonsten werde ich heute auf jeden Fall viel Zeit mit Sammeln verbringen. Also wirklich viel Zeit. Und wir wollen den einen Teil des Waldes fertig kriegen. Dann mal gucken. Und dann nebenbei natürlich noch ein paar Quests erledigen. Mutter Gothel können wir jetzt übrigens weitermachen, dann habe ich jetzt endlich den Stein. Da habe ich jetzt den Stein, den wir brauchten. Ja. You. Gehe ich kurz da zum Fisch. Karpfen, sehr gut. Die kann ich wieder verkaufen. Wie viel Karpfen? Okay, dann brauche ich nur noch 10 Karpfen. Die Frage ist, wann kriege ich Karpfen? Und vor allem wo? Angeblich hier. Ich weiß aber nicht, was die Bedingung dafür ist, dass ich Karpfen kriege. Hallöchen. So. Was ist denn eigentlich hier mit den Halloween-Aufgaben? Süßes oder saures? Zuckerrausch? Böse, das Böse trägt viele Masken. Hm.
Erhöhe ich durch Zuckerrausch vielleicht. Also Zuckerrausch vielleicht das hier? Ja. Also wenn ich die Süßigkeiten esse. Nur was habe ich dadurch jetzt bekommen? Ich habe halt einfach so viel Kram gerade. Ich sehe, dass viele ja so einen komischen Eimer dann kriegen. Ich krieg aber halt gar nichts. Also ich krieg tatsächlich da nichts durch. Obwohl man ja so ein Geschenk kriegen soll. Seltsame Sache. Wirklich seltsame Sache. Okay, muss ich einmal kurz googeln. Oder seltsam ist halt, ich krieg die Sachen halt einfach nicht. Langsam da halten sie, mit der sie insgesamt 45 Bonbons essen müssen. Okay. Also habe ich die noch? Ah ja, habe ich sogar noch. Okay. Ja, gut, dann never mind. Dann never mind. Guti. Weiter auf Steinchen suche. Können wir eigentlich auch Ska mitnehmen, aber ja. Das ist der falsche Stein. Wobei ich glaube, ich brauche jetzt sowieso Mineralien, ne? Das zählt als solches, ja. Also heute wirklich viel, viel Stein abbauen. Jetzt nochmal so eine Truhe. Die 300 Pünktchen. Bitte lass es ein großer sein. Ne, ist ein kleiner. Schade. Aber Stein ist Stein. Brauchen ja 60 davon. Daher, was soll's. Wie gesagt, wir haben sehr viel heute zu tun. Eigentlich würde ich auch gerne das vergessene Land schon Halloween-mäßig dekorieren, aber dafür bräuchte ich den Baum. Das heißt, Prio liegt tatsächlich erstmal darauf, dass ich hier alles abbaue.
und dieses Gebiet hier erstmal fertig machen. Dann will ich in jedem Gebiet die jeweiligen Sachen einpflanzen. Da wird wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile alles weg sein. So. Chilis brauche ich ja gerade nicht, weil kein Chili da ist, was ich dafür verwenden kann. Steinpflaster. Davon auch einmal. Dann mache ich einmal kurz die Wege hier schon mal fertig. Sofern es geht. Ich hoffe es sehr. Okay, nach vorn geht's nicht mehr. So. So. Wunderbar. Das hätte ich. Dann mache ich das frei. So. Sehr schön. Dann hätte ich das. Was für Samen gibt es hier im Dingenswald? Was ist eigentlich ein dreigängiges Halloween-Menü? Okay. Was habe ich jetzt für das dreigängige Halloween-Menü bekommen? Okay, da weiß man gar nichts drüber. Und warum habe ich das jetzt abgeschlossen? Womit habe ich das jetzt abgeschlossen? Das dreigängige Halloween. Also das wüsste ich echt gerne. Noch viel wichtiger ist. Ah, okay, doch, jetzt.
Jetzt habe ich den grünen Eimer. Eine fröhliche Kürbislaterne. Ich verstehe es nicht ganz, aber es ist okay. Hallo, Ryder. Und ich trinke was, warte. Kann ich da sie mir einmal austrinken? Wie geht's dir? Ich hoffe, du bist gut in den Tag gestartet. Du hast mich schon seit 6 Uhr wach. No. Ja, ich bin jetzt seit 8? Na, ich glaube 7 was. 7:30 Uhr. Bei 7:30 Uhr bin ich, glaube ich, wach. Aber mir geht's soweit gut. Ich würde sogar behaupten, sehr gut. Boah, nur 4 Stunden. Ja gut. Ich bin, glaube ich, kurz vor 3 ins Bett. Also ich habe jetzt auch nicht so viel geschlafen. Aber mir geht's erstaunlich gut dafür. Gut, ein bisschen Halsschmerzen, weil ich gestern Knoblauch gegessen habe. Und ich habe ja so eine Knoblauchzwiebelallergie. Aber ich kann es nicht lassen. Ich muss es essen. Geht halt nicht. Ich kann halt nicht verzichten. Und daher ist das halt so. Oh ja, mein Leben. Oh, na gut, jetzt habe ich da bis zum Rand gemacht, egal. Bis kurz nach 0 Uhr online, dann erstmal einschlafen. No. Ja, ich habe bis, weiß ich gar nicht, bis 2 Uhr irgendwas habe ich, glaube ich, noch gestreamt. Und ja, dann bin ich Richtung Bett, so langsam. Das war, glaube ich, einer zu weit. Bin mir unsicher. Vormittag einen Termin müsste aufstehen. Ja, gut. Mit Termin ist doof. Ich warte heute eigentlich nur auf die Post. Weil heute mehrere Sachen ankommen. Einmal halt Schablonen fürs Malern. Weil ich ja so Muster noch an die Wand haben will, die ich mir selbst da dran male. Dann irgendwas, was Frisches sich bestellt hatte. Da kommt noch irgendwas an. Weiß ich aber gerade tatsächlich nicht was. Also die ganze Woche kommt jetzt jeden Tag irgendwas. Ich zeige nur Twitch-Termine. Ja gut. Aber das ist doch schön. Wenn dann in der restlichen Woche sonst nichts weiter ansteht. Zumindest nicht so ein Termin. Wenn sie sowas wie Arzt- oder Amttermine, also gut, Amt muss ich ja nicht mehr, aber so Ämtertermine, ach, ganz furchtbar. Immer ganz, ganz furchtbar. Ich hasse Termine. Familie geht immer noch. Kommt drauf an, welcher Teil der Familie. Aber, ja. So. Kommt jetzt das große Feld hin. Wie gesagt, ich hasse Termine. Am schlimmsten ist doch Termine machen. Das ist noch schlimmer. Aber wenn du dann halt meistens, vor allem Ämter, ne? Die machen ja sowieso immer so früh, wie es irgendwie geht, wo kein Schwein aufsteht. Einfach weil es so eine unchristliche Zeit ist, wo du dir denkst, what the fuck, wer steht da auf? So, weil sie irgendwie gefühlt den halben Nachmittag dann gar keine Zeit mehr haben. Also nimmst du es in Kauf, dass du früh aufstehst. Das ist ganz furchtbar. Ich hab's gehasst früher. Ich hab's echt gehasst. Und dann trotzdem noch ewig warten. Ja, das ist dann immer noch der Hammer. Wenn du dann halt wirklich, du hast dann und dann deinen Termin und bist pünktlich da und dann wartest du noch so eine halbe Stunde oder sowas, bis die mal fertig sind. Wahrscheinlich so, bis sie ihren Kaffee fertig gekocht haben und noch ihr ganzes Frühstück gegessen haben und Nein, das war falsch. Ach.
Und meistens kam dann bei mir zumindest der Spruch, ah, sie sind aber spät dran. Also jetzt passen Sie mal auf, ich war hier schon ein paar Stunden vorher da. Ja, nee, als ich eben geguckt habe, da war keiner. Das hatte ich tatsächlich einmal, da dachte ich oder so, wollen Sie mich jetzt komplett verarschen? Aber gut. Ich habe dann da nichts weiter zu gesagt. War, glaube ich, auch besser. Ich glaube, dann hätte es echt sonst was gehagelt. Menschen sind toll. Ganz toll. Ich liebe Menschen. Ich glaube, ohne Witz, ich könnte noch nicht meinen sozialen Berufen arbeiten, einfach weil ich hasse, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich weiß, es ist jetzt nicht gerade perfekt, die Diagonal-Dingens komplett, aber ach, egal. Hauptsache, ich habe hier mal Streifen drin. Einen Gang, der frei bleibt. Ich liebe Menschen, die Menschen lassen. Ach, ich kann auch nicht verstehen, wie man freiwillig Menschen mögen kann. hinzu kommt ja, ich bin auch noch so ein richtiger Morgenmuffel. Das heißt, wenn mir morgens ein Mensch auf den Sack geht, dann hat er den kompletten Tag bei mir verschissen. Zumindest halt, wie gesagt, wenn es fast direkt am Aufstehen ist. Oh, und das sind ja diese Amttermine meistens. Ach, ey, nee. Oder du willst nur etwas abholen oder abgeben. Und du fragst sogar noch, ob du es einfach in den Briefschiss tun kannst. Nee, das müssen sie persönlich abgeben. Nee, das geht so nicht. Ja, kann ich sie nicht schicken? Nee, das geht nicht. Nee, das können wir so nicht machen. Ja, aber wieso? Sie haben es dann doch trotzdem. Nee, wir brauchen das jetzt sofort von ihnen. Und warum sagen sie da nicht eher Bescheid? Ja, nee, das brauchen wir jetzt. Ah, ja, gut, okay, ich komm. Und stehst da auf. Ah. Ja, und dann bist du nur 2 Minuten da für nichts. Ja, das ist dann auch immer noch so das Beste vom Besten, ey. Oder du musst halt einfach so nur so eine Unterschrift leisten und du denkst dir... Okay. Gut, danke für nichts. Aber ich könnte auch das so machen. Nein. das einmal weg. Mach ich das hier nochmal zu? Versetzt das jetzt einfach um 1. Nee, so, ich hasse sowas. Ohne Witz, ich hasse sowas. Mhm.